Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Information 971 am 16. September. Wir sprechen über Bitcoin als die primäre Rücklage für Firmen. Dann eine massive Bitcoin-Akkumulation, die Max Kaiser hier demnächst sieht, und der Countdown zu Ethereum 2.0. Wir starten mit dem Preis und ja, Bitcoin steht aktuell bei 10.767. Gestern kurz mal auf die 10.9 geklettert, wieder ein bisschen gefallen. Also alle Augen sind gerade auf Bitcoin gerichtet. Die Altcoins haben ein bisschen nachgegeben und Bitcoin steht jetzt hier so ein bisschen vor der Entscheidung gefühlt. Und mal sehen, was jetzt hier passiert, ob Bitcoin jetzt nach oben durchbrechen kann oder nicht. Aber kommen wir zuerst zu einem spannenden Thema. Denn die Firma MicroStrategy geht in die Vollen. Das börsennotierte Unternehmen will die Bitcoin-Reserven weiter aufstocken. Und ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ja, und sie sagen hier, wegen der inflationären Geldpolitik der Notenbanken, wollen wir hier noch mehr Bitcoin kaufen. Die hatten ja schon 250 Millionen US-Dollar investiert, über 38.000 Bitcoin, glaube ich, waren es. Ja, und jetzt haben sie einen Antrag an die Börsenaufsicht SEC gestellt, wo sie ja wirklich weitere Rücklagen in Bitcoin umschichten wollen. Und sie schreiben hier, Bitcoin dient als primäre Treasury Reserve auf kontinuierlicher Basis, abhängig von den Marktbedingungen und dem voraussichtlichen Bedarf des Unternehmens an Barvermögen, einschließlich zukünftiger potenzieller Aktienrückkaufaktivitäten. Und wir wollen hier im Endeffekt bekannt geben, dass sie das weiter steigern wollen, diese Bitcoin-Bestände. Das Nasdaq-gelistete Unternehmen leistet definitiv hier Pionierarbeit, gar keine Frage. Und wir hatten jetzt schon den einen oder anderen Startup-Firmen, wie zum Beispiel Snapper oder andere Restaurants vereinzelt, die auch ihre Barreserven in Bitcoin gelagert, umgeschichtet haben und diesem Beispiel gefolgt sind. Interessant wäre natürlich zu wissen, in welcher Höhe jetzt die weiteren Investitionen folgen. Ja, ist auf jeden Fall ein positives Zeichen. Und ja, ich glaube, das ist auch das, wovon Max Kaiser spricht, nämlich im zweiten Thema. Und das ist eine weltweite, massive Bitcoin-Akkumulation. Und das hat er in einem kürzlich veröffentlichten Interview besprochen. Max Kaiser, wer ihm folgt, der Kaiser Report. Max Kaiser hat damals Bitcoin, glaube ich, bei $1 empfohlen. Da kannte ich ihn leider noch nicht. Ja, aber er glaubt, dass die derzeitige Wirtschaftskrise, die durch den Ausbruch von Corona beschleunigt wurde, die Nachfrage nach Vermögenswerten wie Bitcoin und vor allem Gold und vor allem Bitcoin erhöhen wird, weil die Menschen sich einfach vor der Inflation schützen wollen. Und die Wall Street, die Notenbank, sagt er, kauft oder verstärkt die Krise durch den Kauf von Hunderten und Aberhunderten Aktien. Die Fed kauft diese Aktien günstig durch neu gedrucktes Fiat-Geld. Klar, deswegen steigt auch alles. Und diese Wertpapiere werden dann von Unternehmen zu einem Preis von fast null zurückgekauft. Deshalb glaubt Max Kaiser, dass die Wirtschaftskrise zumindest kurzfristig anhalten wird. Und er glaubt halt auch, dass die Entscheidung zum Beispiel von Warren Buffett, jetzt so in Gold- und Minenaktien zu investieren, quasi angesehen werden kann, dass er aus dem Dollar aussteigt. Und er glaubt jedoch, dass hier das ganze Bitcoin begünstigen könnte. Denn wenn man zum Beispiel jetzt einfach mal so 300 Tonnen Gold kaufen will, dann geht das nicht einfach so zu dem aktuellen Preis. Er sagt, das wäre ein bisschen schwierig. Und bei Bitcoin ist das natürlich was ganz anderes. Und er ist hier davon überzeugt, dass Menschen, Regierungen und globale Finanzinstitutionen dazu übergehen werden, vermehrt Bitcoin zu kaufen. Denn Bitcoin hat einfach die Eigenschaften, die man braucht. Übertragbarkeit, Teilbarkeit, Widerstand gegen Zensur, die Begrenzung auf 21 Millionen. Und er glaubt, dass die Länder anfangen werden, Bitcoin anzuhäufen und auch mit dem Mining von Bitcoin zu beginnen werden. Und diese Phase der Akkumulation, also da wird eine massive Phase der Akkumulation folgen. Er sagt, es wird ein Hashkrieg entstehen, an dem alle Länder dieser Welt teilnehmen werden.
Er vergleicht das so mit der Entwicklung vom Weltraumprogramm, das 1960 begann. Ja, und er sagt dann, die Länder werden nicht nur Bitcoin kaufen und meinen, sie werden auch die Energieindustrie subventionieren, um günstig Bitcoin zu minen, das weiter voranzupuschen. Er sagt, die Spieltheorie, die Game Theory setzt ein. Und als Beispiel nimmt er den Iran, der etwa 2% der weltweiten Hashrate von Bitcoin aktuell hat. Stell dir vor, der Iran hätte 5%, ja, dann sagt Amerika laut ihm, hey, was ist hier los? Ja, wenn das so weitergeht, könnte der Iran das reichste Land der Welt sein, wenn er so viel Bitcoin besitzt, der Preis auf $400 geht und dann, ja, fängt natürlich auch Amerika und alle anderen Länder an, Mining zu subventionieren und hier in diesen Krieg, in diesen Hash-Krieg einzusteigen. Das ist, ja, eine ziemlich krasse Prognose. Denkbar, ja, möglich, absolut. Er glaubt auf jeden Fall, dass die Wirtschaftsaussichten schwierig sind und dass das ein sehr realistisches Szenario ist. Vor allem, um der Inflation zu entkommen, sollten Unternehmen auch darüber nachdenken und Privatleute natürlich jetzt vermehrt in Bitcoin zu investieren. Er glaubt einfach, es ist ein sicherer Hafen. Und sagt hier, Bitcoin ist nicht nur hartes Geld, sondern es wird von Woche zu Woche, von Monat zu Monat härter, weil die Hashrate immer weiter steigt. Mit dieser höheren Sicherheit, dieser höheren Hashrate steigt auch der Preis. Das Ganze führt zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja, Bitcoin geht auf 100.000, 200.000 Dollar, und dann bricht das Fiat-Geldsystem zusammen. Ja, also ziemlich krasse Prognosen. Also ich sag mal so, er ist seit Anfang an von Bitcoin dabei, hat das Ding gekauft bei einem Dollar, hat ziemlich gute Prognosen abgegeben, ist natürlich ein absoluter Bitcoin-Maximalist, sagt alles andere Schrott. Und ja, ist das denkbar oder nicht? Glaubst du, dass Länder früher oder später anfangen werden, Bitcoin zu meinen, dass es einen Bitcoin-weltweiten Hashkrieg geben wird der Länder? Schreibt mir mal in die Kommentare. Vom Bitcoin kommen wir zur Nummer 2, Ethereum. Und da geht es um das 2.0 Testnet, genannt Spadina. Das wird diesen Monat noch eingeführt. Das soll 3 Tage dauern, was sich speziell auf Deposits und Genesis konzentrieren wird. Denn Ethereum 2.0 steht vor der Tür. Man muss jetzt testen. Und dieses lang erwartete Upgrade von Proof of Work zu Proof of Stake, ja, muss getestet werden, gar keine Frage. Und ja, man will halt jetzt mit diesem zweiten Testnet einfach da nochmal ein bisschen genauer reingehen, bisschen genauer testen. Das wird dann neben dem anderen Medalla-Testnetz laufen, aber halt nur 3 Tage, wie es heißt. Und der Schwerpunkt ist halt auf Deposits und auf der Genesis. Ja, dieser Prozess letztendlich zu durchlaufen, der Start des Genesis-Blocks, der ist so wie eine zweite Generalprobe und auf jeden Fall wichtig. Das ETH-Netzwerk, ja, ist groß. ETH hat eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden plus die ganzen ERC-20-Token. Also da sollte lieber nichts schief gehen, weil das wäre ein Riesenchaos. Und ja, die Frage ist halt jetzt wirklich, wann kommt's? Die einen sagen, ja, Ethereum 2.0 kann bereits im November starten. Das schreibt der Entwickler Raoul Jordan. Der Start wurde aber schon mehrfach verzögert. Andere glauben, dass ein Start wahrscheinlicher erst Januar 2021 ist. Auf jeden Fall gibt es da noch einige Probleme zu lösen, einige Schwachstellen auszumerzen. Und vor allem auch, ja, wir wissen ja, wie belastet das Ethereum-Netzwerk ist, wie hoch die Transaktionsgebühren sind. Ja, der Ethereum da wirklich zu kämpfen und muss Gas geben. Ich bin extrem gespannt, was hier passiert. Und wenn das alles, ich sag mal, gut über die Bühne geht, bin ich wirklich mega, mega bullish, was ETH angeht. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall mega spannend. Zum Schluss guckt man, Markt bestehen bei 345 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin dominiert 57,7% in den Top 10. Ein Anblick, den wir schon länger nicht gesehen haben, denn alles außer Bitcoin ist rot. Ja, Bitcoin, okay, leicht im Plus mit 0,2%, aber Ethereum knapp 4% im Minus, Binance Coin über 5% im Minus, Chainlink 10%, mehr als 10% im Minus, steht noch bei $10,78. Ja, da ging es gut runter. Top-Gewinner zu gestern, das ist Hyperion mit 13% Kurs plus. Top-Verlierer hingegen ist Flexacoin mit über 27%, SushiSwap mit auch über 27% Minus. Also wieder, ja, interessanter Tag heute. Bullische News von Max Keiser und auch von der Firma MicroStrategy. Und wenn das weitergeht, Leute, da können wir uns noch ein bisschen was gefasst machen. Also, das war es wieder von mir. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up hier. Und ja.
dann teilt das Video auch mit den Leuten, die sich auch für das Thema Krypto-News interessieren oder interessieren sollten. Checkt auch die Links in der Beschreibung, meine Telegram-Gruppe, meinen Podcast und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam! Give us a Bitcoin to save